Halli, hallo, hallöle und mal wieder recht herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom DAX-Tobi. Bevor wir wieder mal so richtig loslegen, möchte ich euch doch mal wieder darum bitten, lasst doch ein Abo da und aktiviert das Glöckchen, damit ihr auch immer informiert werdet, so wie es Updates auf meinem Kanal gibt. Wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich immer noch mit meiner MSX 125 alias meiner Fuzzi unterwegs bei strahlendem Sonnenschein an einem wunderbaren Sonntag im Spätsommer. Das macht immer so richtig Laune, finde ich, wenn ich mich auf meine Fuzzi hocken kann und dann so ein bisschen durch die Gegend eiern. Und dann sind wir auch schon mal wieder bei einem Thema, was ich mal kurz ansprechen möchte. Ich möchte euch natürlich als den treuen Zuschauern auf meinem Kanal einiges bieten. Ich möchte kurzweilige Inhalte liefern, ich möchte euch nicht langweilen, denn ich finde Langeweile, das ist somit das Schlimmste, was es gibt im Leben. Und ich möchte auch niemandem seine Zeit stehlen, denn Zeit ist das kostbarste Gut, was wir haben im Leben. Und damit ihr alle Informationen, die ihr sucht, in geballter Form und möglichst kompakt gehalten dann bei mir vorfinden könnt, habe ich euch diverse Playlists erstellt, die allesamt unter einem gewissen Motto stehen, beziehungsweise die ich natürlich dann alle unter ein gewisses Thema dann angeordnet habe. Also eben wie gesagt, diese Playlists, die sind die beste Möglichkeit, um an geballtes Wissen und Informationen zu gelangen, die euch interessieren, ohne dass ihr euch durch sämtliche Videos bei mir durchklicken müsst. Ich werde euch also in diesem Video über solche Infokarten immer mal wieder eine Playlist einblenden, auf die es sich dann lohnt, drauf zu klicken und sich eben dann diese Serie von Videos dann anzugucken. Ja, und dann kommen wir doch mal wieder zu einem klitzekleinen Update in Sachen, was euch dann demnächst hier auf diesem Kanal dann erwarten wird. Zum einen habe ich eben von dieser Sonntagstour mit der Fuzzi insgesamt 6 Teile geschnitten. Also da werden euch die nächsten Wochen dann noch die restlichen Teile erreichen. Dann habe ich die letzten Tage noch eine wunderbare Videomontage zusammengeschnitten mit so ein paar Highlights aus der Saison vom Sommer 2019. Ich muss also mit dazu sagen, dieser Sommer, der war also wirklich herrlich. Mein Moped war fahrbereit. Fahrbereit natürlich die Fuzzi. Das bezieht sich also jetzt in diesem Fall auf die Fuzzi. Die war fahrbereit, weil die Pussy Dax, die steht inkontinenterweise immer noch in der Garage. Die sollte ich mir auch also mal wirklich jetzt dann vorknöpfen und dann eben diese Undichtigkeit jetzt mal endgültig beseitigen. Eine neue Plakette ist an der Pussy Dax auch fällig, aber ich schweife mal wieder total vom Thema ab. Das Minibike namens Hubert habe ich mir letzte Woche auch nochmal angeguckt und habe es nochmal laufen lassen. Habe also einen kleinen Probelauf veranstaltet und mir das Ansprechverhalten von der Gasannahme her ein bisschen angeguckt. Bin also dann zu dem Ergebnis gekommen, an dieser Maschine, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mit der Vergaserdüsenbestückung experimentieren müssen. Meine Vermutung geht also in die Richtung, dass ich die Leerlaufdüse wahrscheinlich eine Nummer größer wählen werde, was auch noch eine Möglichkeit wäre, die Düsennadel vom Vergaser vielleicht mal umhängen, nach oben oder nach unten, das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht so gleich, da muss ich mich erstmal wieder schlau lesen, wenn es um die Abstimmung geht, weil Abstimmung vom Vergaser, das macht man auch nicht unbedingt alle Tage. Das habe ich mir also auch mal so zur Angewohnheit gemacht, einen Vergaser, den stimmt man einmal gescheit ab und dann passt die Sache. Was dann auch immer noch so ein Thema ist, das sind die Widrigkeiten an meiner Patina Dax Nummer 2. Also speziell die Widrigkeit zum Beispiel, den Schwingenbolzen, der nicht aufgehen wollte, wie ich mich um den eben noch kümmern werde, ob ich den ausbohre, ob ich ihn versuche hydraulisch auszupressen oder sonst was. Also auch da gilt es noch irgendwie eine kleine Lösung zu finden, dass ich dann da irgendwann mal Vollzug melden kann und eben an dieser Maschine dann weitermachen kann. Die Laufrichtung von den Reifen von der Patina Dax Nummer 2, die wollte ich auch schon mal umdrehen. Aber irgendwie ist es auch da wie verhext. Diese Reifen, die haben sich dermaßen fest jetzt bereits an die Felgenhälften dran gesogen. Ich habe es also nicht mehr weggekriegt. Ich habe da umeinander gewuchtet, bis ich wirklich schweißgebadet war. Ich habe es nicht abgekriegt. In diesem Falle, weil die Reifen auch nicht allzu teuer waren, ich werde schauen, dass ich mir neue Felgen besorge und dementsprechend neue Reifen und die dann da drauf mache, weil das wäre also wirklich die schnellste Lösung und dann eben die in der falschen Laufrichtung montierten Reifen, dass ich die versuche entweder schnellstmöglich wieder zu verkaufen oder dass ich sie dann eben als Standreifen oder Rollreifen dann für meine Werkstattprojekte dann hernehme. Mal gucken, also auch da wird mir bestimmt irgendeine Lösung einfallen. Und was jetzt auch schon langsam aber sicher zu einem richtig peinlichen Dauerthema wird, das ist der Rahmen, den es noch zu lackieren gilt aus der Serie Ich baue mir noch ein Minibike. Da habe ich euch ja schon mal bereits berichtet, ich habe also diesen Rahmen ja zuletzt gereinigt, haben dann
eingesprüht an den gröbsten Ecken mal mit silberner Farbe und habe dann experimentiert eben mit meiner neuen Lackierpistole, ob ich da nicht ein bisschen Farbe drauf kriege. Und das Ganze endete auf gut Deutsch gesagt in einem Fiasko. Ich konnte also dann unter Einsatz eines Lackhobels erst einmal ganz grob die ganzen Lacknasen rausmachen, die ich da reingesprüht hatte und die sich da gebildet hatten. Das war also allesamt nicht so lustig. Dann habe ich den Rahmen nochmal angeschliffen, habe teilweise bis aufs blanke Blech runtergeschliffen, weil ich gemerkt habe, dass der Lackauftrag von der Grundierung doch recht ungleichmäßig ist. Also auch da gilt es noch eine Menge zu machen, da wird mir die Arbeit bestimmt nicht ausgehen. Nun denn, das soll es mit den Updates für diese Folge gewesen sein. Ciao, ciao, euer DaxTobi.